Im vergangenen Jahr galten die beiden Edelmetalle Gold und Silber noch wirklich als des Anlegers Liebling. Sowohl Gold als auch Silber eilten von einem Hoch zum nächsten, doch 2012 scheint etwas die Luft raus. Beide kommen mittlerweile immer mehr unter Druck. Genau darüber möchte ich heute sprechen mit Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Norbert, was ist denn los bei den beiden Edelmetallen? Die Schuldenkrise ist doch nach wie vor evident. Ja. Die ganzen Themen, die wir eigentlich 2011 hatten, hatten wir jetzt genauso noch eigentlich 2012. Aber es ist einfach bei beiden so etwas die Luft draußen. Beim Silber kommt natürlich hinzu, das ist nicht nur immer ja das Gold des kleinen Mannes, so sagt man immer, aber es ist vor allem immer noch ein Industriemetall. Und man macht sich eben Sorgen, wie geht es konjunkturell weiter. Aber ich glaube vor allem, der Goldpreis ist das, was unsere Zuseher auch interessiert. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben doch noch die Schuldenkrise, was ist denn los? Es wird jetzt zunehmend immer mehr genannt, dass möglicherweise der Wiedererstarkung der Dollar dem Goldpreis jetzt einfach hier etwas zu schaffen macht. Es ist von anderer Seite auch immer wieder zu hören, wenn sich Aktienmarktverluste bei manchen Marktteilnehmern aufhäufen, werden möglicherweise auch teilweise Goldpositionen abgestoßen, die vielleicht noch im Gewinn liegen. Ob das immer so ist, das weiß man nicht so genau. Das wird immer nur so im Markt gemunkelt. Aber auf jeden Fall, jedes Argument scheint momentan recht zu sein, um den Goldpreis auch zu drücken. Auch charttechnische Marken spielen durchaus eine Rolle. Aber es ist definitiv so, was wir jetzt momentan auch bei unseren Anlegern sehen, ist, dass die gute Stimmung, die generell vorgeherrscht hat, etwas abgenommen hat. Und wir sehen jetzt vor allem eher so taktisch orientierte Anleger, die jetzt beim Gold so einfach versuchen, die Bewegung etwas zu spielen. Das heißt, wir haben jetzt Gold vor allem gesehen, dass in den letzten Tagen unter Druck kam. Wir sehen jetzt hier einige, die so ein bisschen auf eine Gegenbewegung setzen. Ob das wirklich eine Trendwende ist, das ist wahrscheinlich noch zu früh, das zu sagen. Aber zumindest jetzt kurzfristig sind die Anleger bei Gold, aber natürlich auch bei Silber, das hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen, auch jetzt wieder etwas optimistisch, dass es nach den Kursverlusten wieder etwas nach oben geht. Für anhaltend positive Nachrichten sorgt in diesen Tagen SAP. Zuerst Rekorddividende, jetzt steht sogar noch eine Übernahme ins Haus. Was machen die Anleger draus? Ja, und die Dividende wurde jetzt auch gezahlt. Also alle, die am Donnerstag mal auf den Kurszettel geschaut haben, nicht erschrecken. 1,10 Euro hat die SAP bezahlt. Das muss man natürlich rausrechnen. Dann steht sie vom Kursverlauf auf sehr gut da. Und du hast es auch schon angesprochen, eben auch nach der Übernahme, die man ja jetzt plant mit Ariba, will man sich vor allem hier einen großen Cloud-Computing-Pionier ins Boot holen. Und es ist so, dass viele Marktteilnehmer sehr begeistert sind von diesem Deal, den SAP hier eingefädelt hat. Man sieht normalerweise oft, dass die Aktien des übernehmenden Unternehmens normalerweise stark unter Druck geraten. Das ist allerdings gar nicht so. Alle finden den Deal eigentlich sehr gut. Er passt zu SAP, war von Analysten zu hören. Ja, und auch unsere Anleger sind der Meinung, da könnte vielleicht wirklich noch was gehen. Cloud Computing gilt zu einer der großen Trends. Und auch unsere Anleger freuen sich, dass SAP hier aufgesprungen ist. Und so sehen wir, dass vor allem Knockout-Calls bei den Anlegern derzeit stark gefragt sind auf die SAP-Aktie. Weniger positiv als bei SAP bewerten die Bullen sicherlich den DAX aktuell. In den ersten 3 Monaten geht es knapp 1000 Punkte hoch. Jetzt sind wir dabei, die 1000 Punkte wieder zu verlieren. Was machen denn eigentlich noch die Anleger daraus? Naja, die wissen momentan auch nicht so ganz genau, was sie denn von dieser ganzen Großgemengelage halten sollen. Denn klar, jetzt scheint momentan wieder die ganz große Euro-Schuldenkrise wieder sehr akut zu werden. Was ist jetzt Mitte Juni? Gibt es Neuwahlen? Tritt Griechenland vielleicht aus? Das sind sehr große Fragezeichen, die natürlich auf dem Markt jetzt derzeit auch lasten und vielen Anlegern natürlich erstmal auch den Spaß an der Börse wieder verderben, weil man nicht weiß, sehen wir jetzt möglicherweise ja eine Fortsetzung eben von dem Kursrutsch aus dem August des vergangenen Jahres. Und so sehen wir vor allem derzeit, dass sich längerfristig orientierte Anleger momentan etwas zurückhalten. Die beobachten gerade etwas den Markt, warten auf neue Signale, vor allem aber die kurzfristig orientierten Anleger, die mit Knockout und Optionsscheinen auf Bewegungen setzen, die sehen wir momentan sehr aktiv, die nutzen diese Volatilität natürlich aus und jetzt gerade im letzten Tag und auch heute hat sich die Stimmung leicht wieder etwas verbessert, also zumindest kurzfristig scheinen die Anleger mal mit einer kleinen Erholung jetzt beim DAX wieder zu rechnen. Der Blick in den Derivatehandel an der Börse Stuttgart mit Norbert Paul, vielen Dank für das Gespräch.